Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Fun Apian Shortcut. Heute zeigen wir euch, wie man bei diesem schönen Golf 7 die Scheibenwischer wechselt. Viel Spaß! So, wir benutzen natürlich nur original VW-Teile, die wir hier verbauen. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Nicht, dass ihr irgendwie mit Baumarktzubehör es versucht und dann sagt, es funktioniert nicht. Ich empfehle generell bei sowas nur Originalzubehör zu nehmen, weil wenn ihr die falschen Wischerblätter kauft, kann das die Scheibe kaputt machen, sprich die Scheibe zerkratzen. Also da nicht am falschen Ende sparen, dann lieber das gute Castrolöl beim Bauhaus kaufen, statt 29 Euro beim VW-Händler pro Liter zu bezahlen. Und jetzt montieren wir die Dinger einmal. So ihr Lieben, um die Scheibenwischer in die Servicestellung zu bekommen, damit wir die Wischer wechseln können, müssen wir den Motor einmal starten und wieder ausmachen. Dann müssen wir hier den Wischerhebel, den ihr jetzt hier im Bild seht, einmal nach unten ziehen. Und dann kommen die Wischer, wie ihr jetzt hier gleich im Bild seht, in die Serviceposition. So, dann packen wir die Dinger aus. Die sind da in so einer Schutzfolie. Und ich empfehle euch, lasst die auch noch in dieser Schutzatmosphäre da einfach drin, weil da soll ja noch kein neuer Schmutz drauf kommen. Also nicht auf den Boden legen oder sowas. Damit es am besten wirkt, legt ihr sie am besten erst einmal am offenen Fenster hier so rein. Dann sind die gut deponiert. So, dann klappt ihr die Dinger einmal hoch. Und dabei merkt ihr dann auch schon, warum es so wichtig ist, diese Dinger so in die Servicestellung zu bringen. Weil wenn ihr das nicht macht, dann knallt das gegen den Lack. So, jetzt habt ihr hier so Pinöppel. Der Tristan geht mal ein bisschen näher. So, da sind sie scharf. Diese Pinöppel hier, die halten den Wischer am Arm. Damit wir das wechseln können, drücken wir hier einmal drauf. Jetzt geht der Tristan noch mal ein Stück zurück. Ein kleines Stück, nicht so weit, ein bisschen näher. Ja. Und wenn ihr hier einmal drauf drückt, dann könnt ihr das hier sachte, ja, ist ein bisschen hakelig, rausziehen. Ja? Und jetzt kommt der Tristan noch mal ein bisschen näher. Und dann seht ihr, jetzt habt ihr hier nur noch den Arm und hier den alten Wischer. Ja, also dieses Näschen reindrücken und vorsichtig nach oben ziehen. Und das macht ihr eben jetzt mit beiden Seiten. So, jetzt montieren wir die neuen Wischerblätter. Und wie schon beim Abmontieren aufgefallen ist, der guten Objekte, haben diese eine verschiedene Länge. Jetzt sollte man sich vielleicht vorher gemerkt haben, wo was vorher montiert war. Macht man in der Regel nicht. Deswegen, das lange Wischerblatt kommt auf die Fahrerseite, das kurze Wischerblatt auf die Beifahrerseite. Kann man sich noch eine kleine Eselsbrücke bauen, wie man nämlich an den Wischerarmen sieht, ist auf der Fahrerseite der Wischerarm kurz und auf der Beifahrerseite lang. Das heißt, das lange Wischerblatt an den kurzen Arm, das kurze Wischerblatt an den langen Arm. Und jetzt montieren wir die Wischerblätter ein. So, jetzt nehmt ihr den Wischerarm in die Hand. Nehmt ihn in die Hand, weil wenn er runterknallt auf die Scheibe, habt ihr eine kaputte Scheibe. Jetzt machen wir das Ganze einfach rückwärtig. Das heißt, wir führen den Wischer jetzt hier in den Arm ein und schieben es mit Kraft nach unten, aber trotzdem behutsam, damit ihr euch die Finger nicht einklemmt. Und dann macht es einmal klack. Und dann seht ihr, die Nase ist jetzt hier einmal drin. Ja, gibt schmutzige Finger, so ist es halt. Und dann ist das hier auch fest. Und dann legen wir das Ganze vorsichtig auf die Scheibe. Nicht knallen lassen, vorsichtig auflegen. Ja, und das machen wir mit beiden Seiten. So, jetzt haben wir die Scheibenwischer ja immer noch in der Servicestellung, damit die wieder runterkommen. Und dann können wir einmal nur die Zündung anmachen. Drücken in der umgekehrten Reihenfolge einfach einmal auf den Wischerarm und die Scheibenwischer fahren herunter. So, jetzt wisst ihr, wie man vorne die Scheibenwischer wechselt. Hinten ist es viel einfacher, einfach das Ärmchen aufklappen und dann wie vorne die Nase lösen und herausziehen. Also da gibt es nichts Besonderes zu beachten. Ihr müsst auch nichts weiteres beachten. Nachdem die Wischer wieder aus der Servicestellung unten sind, funktionieren sie genau wie vorher, sind also vollkommen einsatzbereit. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem kurzen Video helfen konnten. Wir versprechen euch, dass noch mehr Shortcuts rund um das Thema Auto kommen. Bis dahin, euer André.